So, Freunde, One Piece befindet sich aktuell in seinem Endgame. Das heißt, es werden Sachen passieren, die die ganze Welt auf den Kopf stellen werden. Deswegen gibt es jetzt von mir 5 Dinge, die One Piece für immer verändern werden. Gleich beim ersten Punkt müssen wir schon mit den aktuellen Ereignissen anfangen. Und zwar ist es die Rettung von Corby durch Garp. Garp ist auf keinen Fall ein Schwächling. Er ist einer der höchst angesehensten Marinesoldaten, die es jemals gab. Und er konnte mit Roger auf Augenhöhe kämpfen. Das Problem ist, wie hinterhältig die Blackbeard-Piraten sind. Allein schon Shiryu, der sich unsichtbar gemacht hat und auch Garp eingestochen hat, ist schon einer zu viel gewesen. Wir haben das auch schon bei Whitebeard gesehen, wie er gestorben ist und die Blackbeard-Piraten allesamt auf ihn gegangen sind. Außerdem nimmt es einfach gar kein Ende, was die ganzen Piraten auf Bier angeht. Garp muss wellenweise irgendwelche Fußsoldaten die ganze Zeit hin und her prügeln, wenn er nicht gerade gegen Kusan kämpfen muss, denn eigentlich ist er gerade wirklich die größte Gefahr, wo Blackbeard jetzt noch nicht auf der Insel ist. Und natürlich ist Kusan der gefährlichste, er wurde von Garp höchstpersönlich ausgebildet. Er kennt daher fast jeden seiner Tricks und weiß ganz genau, wie er tickt. Er ist nur ehemaliger, hochrangiger Admiral. Und falls das so nicht reicht, ist das normal immer so ein kleiner emotionaler Faktor. Garp macht zwar immer auf hart, aber das trifft ihn natürlich sehr stark, gegen Kusan kämpfen zu müssen. Natürlich wird im besten Fall Garp am Leben gelassen und Blackbeard versucht dann irgendwie mit Biegen und Brechen die Weltregierung zu erpressen und seine Nation dadurch zu werben. Aber ist halt nur so eine Sache, ob es funktioniert. Im schlimmsten Fall wird natürlich Garp sterben. Und nochmal zum Wiederholen, Garp ist der Held der Marine, der angesehenste Mann dort. Innerhalb der Marine und natürlich auch außerhalb von der Bevölkerung. Außerdem ist Garp der Vater von Dragon. Man weiß zwar nicht wie die Beziehung zwischen den beiden ist, aber man kann sich schon denken, dass irgendwo Dragon doch schon was für Garp übrig hat. Und das ist auch sozusagen da auch das zweite Ereignis, wo Blackbeard was von Dragon wegnimmt nach Baltimore. Für Ruffy selbst ist das natürlich auch einfach eine emotional große Komponente. Man hat es ja schon auf Marineford gesehen, er will nicht gegen seinen Opa stehen. So, er hatte natürlich auch so seinen Zoff mit Garp, so. Er wollte natürlich ein Marinesoldat werden, Garp wollte ihm das immer aufzwingen. Aber natürlich haben die einfach eine tolle Beziehung zueinander, auch wenn das oberflächlich nicht so scheint. Und ich weiß natürlich nicht, wie Ruffy das verkraften soll, wenn natürlich nach Ace Garp der Nächste ist, den Blackbeard sozusagen von ihm nimmt. Punkt 2 ist, dass die was manche im Namen haben. Es wird ab und zu angeteased, was irgendwie damit in Verbindung stehen könnte. Aber eine richtig tiefgründige Erklärung haben wir bis jetzt noch nie bekommen. Wir wissen nur, dass paar prominente Personen, die mit dem Lächeln sterben, einen Dieb im Namen haben. Und natürlich, was noch viel wichtiger ist, wir wissen natürlich, dass die Tenryubito und Imsama die Erzfeinde der Dies sind. Warum das so ist, weiß keiner, selbst die Dies nicht. Naja, jedenfalls nicht die Lebenden. Roger wusste das am Ende seiner Reise. Deswegen, wenn wir am Ende von Ruffys Reise stehen und endlich erfahren, was die Dies sind und vielleicht auch die Restwelt erfährt, was die Dies sind, wird das bestimmt einen so großen Impact haben, dass die Weltregierung sogar von alleine feiern würde. Punkt 3 ist natürlich der Albtraum jedes One Piece Fans. Es ist der Mann, oder der Pirat besser gesagt, der die Augenklappe trägt. Keiner weiß, wer das ist. Es gab ja auch noch nie einen. Eine Spekulation natürlich zum Augenklappenmann ist, dass es dieser Man Marked by Flames ist, der von Flammen markierten Mann, der wahrscheinlich das letzte Road Pony liefert. Man kennt ihn ja immer noch nicht und ja, es deutet ja schon mal hin, dass er irgendwie verwundet ist und vielleicht auch eine Augenklappe trägt. Was auch sehr geläufig in der One Piece Community ist, dass es einer der Strohhüte ist, beziehungsweise Ruffy selber, der die Augenklappe am Ende tragen wird. Was dafür spricht, ist natürlich, dass Ruffy Piratenkönig sein wird und aussehentechnisch nicht viel mit einem richtigen Piraten auf dem echten Leben zu tun hat. Außerdem gibt es genug Volume-Cover und Cover-Pages, wo Ruffy ein Auge zukneift, aber das kann natürlich symbolisch nochmal was anderes heißen, denn es gibt auch weitere One Piece Charakter, die sowas machen. Ruffy würde die Augenklappe ja sowieso am Ende der Geschichte tragen, was dann sowieso passen würde, wenn die Augenklappe das Ende der Serie markiert. Und wenn wir vom Ende der Serie sprechen, müssen wir auch zum vierten Punkt kommen, zum Sturz der Weltregierung. Die Weltregierung muss von Grund auf neu erschaffen werden. Sie besteht ja eigentlich nur aus Korruption und einer kaputten Weltansicht. Wir haben die Tenryubito, die sich wie Götter aufführen und Imsama, der sich sogar noch als ein Übergott aufführt. Und jeder, der sich in den Weg stellt, der wird einfach vernichtet und aus der Geschichte rausgelöscht. Deswegen haben wir Leute wie Dragon, die einfach aktiv versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Und natürlich war Dragon in der Position, eine bessere Weltordnung zu schaffen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, es ist nicht einfach. Wir haben die Marine, die Weltregierung an sich mit ihren ganzen Streitmächten. Und als Revolutionsheini wie Dragon hast du nicht die Kapazitäten, einfach eine ganze Weltregierung von heute auf morgen zu stürzen. Er macht langsam Fortschritte. Er hat jahrelang nichts gemacht und macht jetzt langsam Fortschritte in der Richtung. Aber wie wir sehen, wir sind noch nicht weit gekommen. Am Ende des Tages wird es einfach an Ruffy hängen. Ruffy ist Joy Boy, er ist der Auserwählte sozusagen und ist der Sonnengott. Er ist praktisch das Gegenteil davon, was Im-Sama alles verkörpert. Und es wird nicht an Dragon liegen, ihn zu besiegen, sondern wirklich an Ruffy. Er ist wirklich sein Endgegner, wenn nicht Blackbeard sogar noch viel geliebter ist als Im-Sama. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es irgendwann rausfinden. Und mal schauen, wen Ruffy mit seiner besonderen Fähigkeit, Leute auf seine Seite zu ziehen, alles befreunden wird. Ich glaube, dass die Marine auf jeden Fall mithelfen wird, die Revolutionsarmee auch, und das alles zusammen schon mal in die richtige Richtung rückt. Immerhin haben wir auch Corby auf der Marine-Seite, Garp, wenn alles gut geht, und weitere Mitglieder, auch wie Fujitora, der einfach einen Admiralsposten hat, die ganz normal ticken und die vielleicht leichter zu bekehren sind. Das ist auch einfach einer der Ereignisse, die unvermeidbar sind. Wir wissen nicht, wie enorm das Ausmaß sein wird. Aber es wird auf jeden Fall passieren und die Welt für immer verändern. So, kommen wir zum letzten Punkt. Ich hoffe, dass dieses Ereignis besonders nicht passiert. Und zwar, dass Ruffy hingerichtet wird und ähnlich wie Roger eine neue Ära einleitet. Und das wird wirklich nur dann passieren, Freunde. Ich will jetzt nicht sagen, dass Oda gezwungen wird, aber der wird in die Richtung gedrängt, einen Nachfolger für One Piece beizuhalten, beziehungsweise einfach ein Fundament zu legen. Ich hoffe wirklich nicht, dass das passiert, dass One Piece ein tolles, abgeschlossenes Magnum Opus von Oda wird, ohne die Serie unnötig weitermaken zu müssen und eine zweite Generation einleiten zu müssen mit Kindern von den Shoguten etc. Am Ende des Tages kann ich das sowieso nicht verhindern, wenn es irgendwie dazu unglücklicherweise kommt. Was ein viel schöneres Ende wäre, ist, dass Ruffy ähnlich wie Roger eine unheilbare Krankheit bekommt, die dann Chopper schafft am Ende zu heilen, ähnlich wie es einfach sein Traum ist. Und dann haben wir alle Friede, Freude, Eierkuchen und ein schönes Happy End am Ende der Serie. Es wird einfach am Ende nicht mehr nötig sein, eine neue Ära einzuleiten, denn anders als Roger wird Ruffy alles schaffen am Ende der Geschichte. Er wird Im-Sama besiegen, genau wie die Tenryūbute abschaffen. Und eine neue Weltordnung schaffen. Und damit hat er auch schon seinen Beitrag an der Geschichte geleistet. Er braucht nicht mehr zu machen. Und am Ende besteht trotzdem nochmal die Möglichkeit, auch wenn alles gut läuft, Ruffy von seiner unheilbaren Krankheit geheilt wird, falls es überhaupt eine Krankheit sein wird und einfach, dass er sich ein bisschen zu doll verausgabt hat durch seine Teufelskraft. Dass er am Ende denkt, ja, ich möchte nochmal meinen Senf dazugeben und dann lässt er sich nochmal von der Marine fangen, ähnlich wie Rogers getan hat, und dann verkündet er das Piratenzeitalter. Ich meine, letztendlich würde er dann auch seine komplette Freiheit bis zum letzten Stück auskosten und auch damit einfach seinen Todeszeitpunkt wählen und die Art seines Todes indirekt. Und damit bleibt auch Ruffy bis zum bitteren Ende der freiste Mann der Welt. Auf jeden Fall waren das die 5 Ereignisse, die die Welt auf den Kopf stellen würden. Am Ende des Tages können wir sowieso nicht predikten, was sich Oda da am Ende vorgestellt hat. Deswegen heißt es wie immer abwarten und Tee trinken. Aber ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.